Yo, liebe Malonzo-Gang, heute reagieren wir auf Böse Onkels, mach's dir selbst, live in Berlin 2016. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, ich kenne das Lied natürlich, aber ich bin natürlich gespannt auf die Live in Berlin 2016 Version. Freut mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Morgen 19 Uhr gibt es wieder einen Stream, also Samstag 19 Uhr. Ihr wisst Bescheid, Leute, seid dort alle wieder mit dabei, ich freue mich auf euch. Jetzt, demnächst, werden auf jeden Fall wieder regelmäßiger Videos kommen, ne? Ihr wisst Bescheid, Montag, Mittwoch und Freitag. Die Abschlussprüfungen sind fertig. Ich freue mich auf jeden Fall, Leute. Ich habe Motivation und ich möchte es euch beweisen, dass ich es einfach wieder kann. Und fangen wir einfach mal an, Leute. Ich bin gespannt drauf. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß und vergesst natürlich nicht, gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da zu lassen. Das würde mich auch ebenfalls mega freuen. Und jetzt fangen wir einfach mal an. So Leute, ich würde sagen, wir starten. Und falls ihr die Reaction gut findet, teilt sie gerne. Road to 1000 Abonnenten immer noch, Leute. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit am Start seid. So, jetzt beginnen wir aber. Wir spielen jetzt für euch. Mach's dir selbst. Was mir schon aufgefallen ist, dass das Video ganz schön ruckelt. Weiß auch nicht warum, also an mir liegt es nicht. Vielleicht habe ich nicht das perfekte Video, aber geht. Das Leben ist ein buntes Spiel. Wer mich fragt, der weiß nicht viel. Jagendamen ist ein stiller Tod. Der Weg ins Nichts, sein täglich Brot. Das Selbst ist ein Gefühlsverstärker. Lebenslanger Spielverderber. Seifenblase, Teufelskreis. Du könntest gehen, doch du bleibst. Ich muss weg, Zeit zu gehen. Weit im Fernrum und raus aus diesem Gulag. Und alle, wofür er steht, machst dir selbst, Gänsehaut, ein bisschen. In uns steckt deine Welt, hört alle her, da ist das Leben, da ist mehr. Schon drauf, Leute. Was er schon kann, bleibt immer nur ein halber Mann. Ich will keinen Ponyhof, ich hasse Pferde, Risiko. Freiheit ist der Feind der Not. Ich sag's ja immer wieder, ne? Die Onkels sind legendär. Die Onkels sind es einfach. Die Onkels sind hammermäßig, liebe Leute. Wie schon gesagt, kommentiert gerne weitere Vorschläge, auch vom weißen und schwarzen Album. Da werden wir unsere Reise danach auch noch fortführen. Das ist jetzt hier nur mal zum Reinkommen, liebe Leute. Deswegen kommentiert das gerne rein. Werden wir vielleicht auch morgen im Livestream machen. Vielleicht auch ein Freiwild-Titel. Das habe ich auch mal wieder vorzumachen. Freiwild und Onkels wieder ein bisschen mehr zusammen zu reagieren. Und vielleicht das Spektrum irgendwann nochmal ab 1000 Abonnenten zu erweitern. Mal schauen. Steht noch in den Sternen. Auf jeden Fall kommentiert gerne Titel vom weißen und schwarzen Album. Und natürlich schreibt gerne eure Kommentare, eure Vorschläge. Vielleicht habt ihr auch Kritik. Gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mega freuen. Wenn die Gewohnheit dich bedroht. Was meine ich? Das Video ruckelt so gut. Wenn du mehr willst, musst du gehen. Ich muss weg, Zeit zu gehen. Weit entfernt rumort ich. Aber live klingt es genauso gut. Raus aus diesem Gulag. Und alle, wofür er steht, mach's dir selbst, in uns steckt deine Welt. Hört alle her, da ist das Leben, da ist mehr. Mach's dir selbst, in uns steckt deine Welt. Wirklich. Hört alle her, mega gut. Alle her, da ist das Leben, da ist mehr. Und zum Risiko, hör auf deinen Bauch. Wirklich. Entlege dir selbst und schmeiß dich raus. Wir können nicht sein, was wir nicht sind. Denke völlig quer und wild. Leg die Karten auf. Wirklich, nein, genauso geil. Mach dir selbst. In uns steckt deine Welt. Hört alle her, da ist das Leben,
Welt. Hört alle her, hört alle her. Da ist das Leben, da ist mehr. Mach's dir selbst, mach's dir selbst. Yo. In jedem von uns steckt deine Welt. Hört alle her, hört alle her. Hört alle her, hört alle her. Da ist das Leben, da ist mehr. So geil! Dankeschön, Berlin, vielen Dank! Live auch hammermäßig. Also unbedingt weitere Sachen reinschreiben, ne? Auch live in Berlin gerne. Ne, wirklich, live klingt es genauso astrein wie die Studioversion. Wirklich, hammerhart. Ja, Leute, das war Böse Onkels, mach's dir selbst, live in Berlin 2016. War auf jeden Fall eine coole Version. Wie schon gesagt, ich kenne die Studio-Version, die klingt ebenso hammermäßig. Aber live auch nochmal sehr geil. Also es klingt halt wirklich sehr, sehr ähnlich. Vor allem von der Stimmlage her von Kevin und Stefan zusammen. Das ist halt geil. Halt wirklich astrein geil. Dieses Jahr sind auch wieder Konzerte. Freue ich mich drauf. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf die Videos, die dann rauskommen. Darauf werden wir auch reagieren. Ich weiß ja nicht, in welchen Abständen die veröffentlicht werden. Also natürlich erstmal müssen die Konzerte stattfinden und dann weiß ich nicht, ob dann ein Jahr später diese ganzen Konzertvideos online kommen. Bin ich gespannt, wenn wir auch dann drauf reagieren. Also neuer Content ist auf jeden Fall sehr wichtig. Der fehlt nämlich. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall darauf, auf die neuen Videos. Ich hoffe, ihr auch teilt das Ganze einfach ein bisschen, dass der Malonzo wieder da ist. Oder an Leute, die es vielleicht noch nicht kennen. Sagt einem Bescheid, dass ich morgen live bin. 19 Uhr, Leute. Die Energie kommt wieder zurück, Leute. Habt jetzt noch einen positiven Tag und macht was aus eurem Tag. Ganz wichtig. Denkt immer positiv. Der Malonzo hat euch lieb. Haut rein, Leute.